Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Far Cry 5, wo ich mich eigentlich in der letzten Folge schon mal schnurstracks auf den Weg nach Fall's End machen wollte. Wir sind auch schon fast da, aber ein paar Prepper-Verstecke haben mich abgelenkt und außerdem haben wir sowieso momentan ein Problem, denn da draußen vor der Tür warten, glaube ich, ein paar böse Buben auf mich. Einen davon habe ich schon erledigt, der wollte nämlich in meiner kleinen Pause hier durch die Tür stürmen. Hat aber nicht so wirklich funktioniert für den armen Kerl. Wo ist er denn jetzt hin? Da war doch vorher noch die Leiche. Ja, bin ich jetzt komplett Banane? Anscheinend ja. Gut. Soll mir recht sein. Ja, ihr könnt ihr gerne alles absuchen. Ist mir relativ scheißegal. Denn ich gehe einfach. Ich möchte mir gerne noch... Okay, hier ist der bewaffnete Conway unterwegs. Ich will ja aber nach Fall's End. So. Wahrscheinlich meine... Oh, nö, meine Karte steht sogar noch. Ja, wunderbar. So, auf nach Fall's End. Jetzt aber richtig. Oh, Wölfe! Ja, dann mach die mal platt. Okay, wir kommen gleich an den Fall's End, wo anscheinend die Sekte wahnsinnig am Wüten ist. Hier, komm her. Bam! Steig doch aus! Das ist ein bisschen Pixar! Oh, shit. Oh fuck, das war eventuell nicht die cleverste Idee, hier so dermaßen reinzurasen. Eieieiei. Okay, okay, alles cool. Ich muss mich hier mal nur ein bisschen orientieren. Und dann läuft das schon. Ja, kommt da wieder an. Das ist eine Granate. Halt doch um. Luftunterstützung kommt gleich. Okay, was hat der für ein Symbol über dem Kopf? In Deckung. Was, in Deckung? Oh. Der Pilot ist ein Auserwählter. Einer der besten Soldaten, der höhere Luftangriff durch. Flugzeug nicht runter. Sind sie erledigt. Sie ist verloren. Wow, jetzt machen die echt auch Angriff aus der Luft. Ey, wieso fällt der Typ nicht um? Der macht mich fertig. Ja, jetzt aber endlich mal. So. Der gibt mir deinen Stuff. Ah, da kommen natürlich noch mehr. Habe ich was anderes erwartet? Natürlich. Ja, wow, 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 wow. Nein! Oh, scheiße. Ich liege am Boden. Ich frage mich gerade auch so ein bisschen, wo ist eigentlich Boomer? Sollte der mich nicht eigentlich begleiten? Naja. Vielleicht habe ich die noch irgendwie mal irgendwo übersehen zum Wiederbeleben. Wobei ja auch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Gefährten für immer sterben können. Frage des Busfahrerstreiks, falls die beteiligten Parteien keinen Kompromiss finden. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen außerhalb der Stadt. Transport und Verkehr von Montana. Dann würde ich sagen, gehen wir die ganze Sache jetzt mal ein bisschen leiser an. Wir haben ja ein wunderbares Snipergewehr. Wenn wir das schon haben, dann sollten wir das vielleicht auch nutzen. Okay, okay, okay. Weil es mir natürlich lieber wäre, wenn ich noch immer meinen Pfeil und Bogen hätte.
Denn damit wäre ich ja immerhin lautlos. Und jetzt brenne ich auch noch. Das war arschknapp. Ich weiß ja nicht, schafft man es hier irgendwie aufs Dach? Das wäre natürlich die Hammer. Dann könnte ich alle von oben mit der Sniper wegmachen. Oder ich mache es einfach von hier aus. Einer weniger. Und zwei weniger. Fuck, jetzt habe ich euch gesehen. Na gut. Aber verpiss ich mich mal. Ja, als ob du mich da hinten gesehen hast. Wo kommst du jetzt her? Verpiss dich. So, Klappe zu. Ja, dann geh mal rein. Bekommst du einen aufs Maul, wenn du reingehst. So einfach sieht's aus. Ah, scheiße. Sie haben Luftunterstützung. Habe sich Kontakt. Was? Ach, er hat sich Kontakt. Der Pilot ist ein Auserwählter. Einer der besten Soldaten der Sekte. Wenn wir das Flugzeug nicht runterholen, sind wir erledigt. Ja, mach ich ja gleich, mach ich ja gleich. Kein Stress, kein Stress. Ist schnell erledigt. Haben wir fix gemacht. Wir haben hier ein Geschütz. Muss ich nur noch wissen, wo er ist. Da hinten kommt er ja. Die Distanz werde ich ihn aber schlecht treffen. Na komm, greif mich an. Na komm schon. Okay, der ist weg. Sniper, Sniper, ich muss hier weg. Und Granate, ich muss hier dringend weg. Ui, hier runter. Ui, 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 ui. Okay, der Pilot ist zumindest mal weg. Sniper ist auch weg. Ach, da hinten hockt wieder der Typ, ja scheiße. Hey, ich bin hinter dir. Okay. Okay, okay, okay. Mal alles wieder ganz cool angehen. Die Sache mal wieder ein bisschen beruhigen lassen. Wer schnappt mich? Au! Arschloch! Ja, wollt ihr mich verarschen jetzt, oder was? Okay, wieder aufs Dach. Jetzt ist das fucking Flugzeug weg, jetzt ist das Dach meine beste Chance. Boah, bin ich gerade echt zu blöd, den zu treffen? Na, geht doch. Okay. Wo ist der andere Motherfucker jetzt wieder hin? Oh, da ist er! Tja. Okay, sind wir gesichert? Ja, wir sind gesichert. False End ist befreit. Oh Gott, ey. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft.
und Hoffnung. Ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal widerfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. So. Danke. Scheiße. Du. Sorry, habe ich nicht gemerkt. Du machst so viel, also warum nicht auch noch Möbelpacker, hm? Ich dachte, Eden's Gate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Diese Stadt hat viel durchgemacht, Deputy. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Okidoki, ein paar neue Verbündete. Da sage ich doch mal nicht nein. Außerdem haben wir diese wunderbare Stadt befreit. Habe ich eigentlich ein paar Vorteilspunkte dadurch bekommen? Ich habe jetzt 8. 8! Meine Fresse! Okay, dritte Waffe wäre natürlich schon mega geil. Trage mehr normale Pfeile. Oh. Ich glaube, ich gehe echt mit der dritten Waffe. Hä? Oh Mann, aber 8 Punkte, da kann man schon einiges machen. Maximale Gesundheit erhöhen ist natürlich auch nicht schlecht. Eieieiei. Schlösser knacken. Aber nee. Ich gehe mit Zusatzholster, ein neuer Waffenslot. Damit machen wir nichts falsch. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, Deputy. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Okay, der labert gerade mit mir. Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Ich kann endlich Versuch doch mal. Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Touch out. Du wurdest gezeichnet. Ja, von wem? Hat irgendwie ein Porträt von mir gemacht? Finde ich eigentlich ganz nett. Aber war nicht unbedingt notwendig. Okay, mal wieder kurzer Blick auf die Karte. Hier wieder sehr viel Kram. Rain Suns, Lamb of God Kirche. Überall können wir Leute rekrutieren. Und hier auch noch ein paar Sachen abschließen. Eieieiei. Da oben war ich auch noch nicht. Willis Huntley. Mann, ey. Gut, gehen wir mal quatschen. Was ist hier los? Du hast eine schöne Show hingelegt. Du hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Da möchte man gleich. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Dann hol mir den Witwenmacher zurück.
Zeigt der Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gibt den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Der Rindtopf ist einfach nicht dasselbe. Moment mal, der Widmenmacher, haben wir davon nicht schon mal gehört? War das nicht hier oben? Nee, das war wieder was anderes anscheinend. Das ist anscheinend eine andere Karre. Okay. Nee, nee. Östlich von hier hat sie ja gesagt. Larry Parker? Wird doch hier nicht bei der Kirche sein, oder? Ich kapiere jetzt nicht, wo das sein soll. Um ehrlich zu sein. Verstehe ich nicht. Oh, wobei, Quatsch. Ich habe doch gerade westlich geguckt. Das war ja total dumm. Trotzdem sehe ich es nicht. Selbst wenn ich jetzt wirklich östlich gucke. Verstehe ich nicht. Auch egal. Gucken wir einfach mal. Ah! Fuck! Ja, vielleicht habe ich nicht lange genug gewartet. Nee. Ach da! Okay. Essen und Feiern sind wichtig für den Kampfgeist eines Kriegers. Weißt du, was diese Stadt braucht? Eier. Im Ernst jetzt? Das jährliche Hodenfest von Falls End ist eine jahrzehntealte Tradition. Die Eierfeier ist einer der wenigen Anlässe, bei denen alle zusammenkommen und ihre Lieblingsbeschäftigung frönen. Cowboy-Kaviar verschlingen. Diese Stadt braucht einen Moralschub. Und wenn die Rocky Mountain Austern kein Lächeln auf die Lippen zaubern können, dann kommt eh jede Hilfe zu spät. Leider wurde das Fest wegen dieser gottverdammten Sekte verschoben. Und Casey wird nicht als der Koch in die Geschichte eingehen, der daran gescheitert ist, perfekte Huevos zu servieren. Wir schaffen das. Aber zuerst müssen wir das Zeug für die Eierfeier aus dem Lager holen. Ein junger Kerl namens Kenny hat sie in der alten Scheune für mich eingemottet. Ich bereite hier alles vor. Und du gehst rüber und holst, was wir brauchen. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du mich... Ja, natürlich für die gute alte Eierfeier. Wer kennt sie nicht? Reiche Heizscheune. Wo sollen die wieder sein? Mache ich mal den Wegpunkt weg, den brauche ich momentan auch überhaupt nicht mehr. Ach, da hinten. Boah, wieso ist das alles immer so weit weg? Kann das nicht einfach gleich das Nachbarhaus sein? Das ist ja alles doof. Hopp, hier noch eine schöne Karte. Danke. Okay, wenn du so nett bist, ich nehme noch schnell deine Kohle mit. Stört dich doch sicherlich nicht. Tausend Dank. Gott, haben wir neben den Hinterausgang. Da hinten ist noch was. Der Pfarrer hat doch auch noch irgendwas gesagt, dass ich ihn bei der Kirche treffen soll. Nur wo soll die wieder sein? Okay, vielleicht die Kirche. Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Oh, Stierforelle. 5 neue Angelgebiete. Der Wahnsinn. Diese Kultisten schlachten die Kühe auf der Kellett Farm ab. Einfach so, im Dreck. Überall ist Blut. Gott vergib mir, ich bin abgehauen. Weiß nicht einmal, ob die Familie noch lebt. Schon wieder mal ein neuer Außenposten. Irgendwo muss ich jetzt noch eine dritte Waffe finden, denn wozu habe ich denn jetzt den dritten Slot, wenn ich ihn nicht voll mache? So, aber zuerst, hier war doch noch irgendwo weiter noch was. Da! Erntebefehl, der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit blitzversetzten Dünger wie möglich in dieses Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Ja, wissen wir schon. Wissen wir doch schon, das ist nichts Neues. Wissen wir doch schon, das ist nichts Neues. Notiz des Mechanikers. Wir stellen die Arbeit ein, keine Reparaturen mehr, nicht mal mehr ein Ölwechsel. John war mit seinen Auserwählten hier. Macht euch keine Sorgen um eure Jobs. Keiner wird deswegen gefeuert. Ich zahle in der Zwischenzeit, was ich kann, Hauptsache ihr seid sicher. Wenn ihr hier in der Werkstatt sicherer seid, in Ordnung. Und wenn ihr zu Hause sicherer seid, ist das auch okay. Kommt bloß nicht vorbei, nur weil ihr euch verpflichtet fühlt.
Hier geht irgendwas vor sich. Oh ja, irgendwas ziemlich abgefucktes. Oh, Pizza. Ist aber sicherlich schon kalt. Gut, nehmen wir hier halt mal einen Raketenwerfer mit. Warum auch nicht? Kann man immer wieder gebrauchen. Ah, kann ich nichts mehr mitnehmen. Okay, 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 okay. Mal nochmal kurz umgucken. Hallo. Tja, ich glaube, hier wohnt keiner mehr. Sogar nochmal ein Raketenwerfer. Hey, alter Kumpel. Hier ist Bert. Ich habe eine Weile nichts von dir gehört. Hoffentlich ist nichts passiert. Jedenfalls wollte ich mich verabschieden. Meine Frau und ich, wir gehen wie besprochen nach Süden. Kleines Wüstental. Ist nicht viel da, außer etwas Einsamkeit. Es ist nicht perfekt, aber zum Teufel. Manchmal muss man auch wissen, wann es gut ist und man lieber den Rückzug antritt. Pass auf dich auf, hörst du? Es macht mich kirre, dass du in diesem verschissenen County festhängst. Prepper wie du wollen da eigentlich nicht sein. Aber ich weiß, dass du noch da bist. Ich bewundere, dass du den Leuten hilfst. Hätte ich auch gemacht, aber ich muss auch noch an andere denken. Bis bald, Kumpel. Na, bis bald. Okay, okay. Kann ich hier rein? Nö. Noch ein bisschen guten alten Oregano. Damit könnte ich eigentlich gleich mal die Pizza, die wir da in der Werkstatt gefunden haben, könnte ich damit gut würzen. Ach Gott, da bekomme ich Hunger, wenn ich so rede. Tut gut, endlich wieder Leute draußen zu sehen. Okay, jetzt war wirklich mal die große Frage, wohin jetzt als nächstes? Es wäre eigentlich hier Rye and Sons. Hallo, hier ist Snake Rye. Wäre ja eigentlich am nächsten, das würde eigentlich ganz gut passen. Können natürlich eventuell noch schnell hier hinlaufen. Und dieses verdammte Silo da hinten wegsprengen. Ach, das machen wir noch schnell. Sprengen wir noch schnell das Silo. Beenden wir die Folge mit einem Feuerwerk. Da kann man doch nicht Nein dazu sagen. Oh, hallo Hubschrauber. Gehört zu mir oder nicht? Glaub's irgendwie fast nicht. Okay, hier über das Feld laufen dauert doch ein bisschen länger, als ich erwartet hatte. Naja. So, Granaten habe ich ja noch. Ja, 3 von 3, wunderbar. Dann würde ich sagen, Max, gut, Silo. Ja, scheiße, jetzt reicht das nicht. Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich jetzt motherfucking verarschen? Wieso geht das jetzt in die Luft? Hier, so. Na, es geht doch. Silo zerstört. Danke. Au, kommt nie wieder her. Alter, natürlich. Jetzt auf einmal kommen sie alle. Was ist jetzt los? Hä? Was habe ich jetzt getan? Ich wollte doch nur noch das Silo in die Luft jagen. Oh Gott. Was habe ich denn jetzt getan? Haben wir nicht zu entscheiden. Bringen Sie runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Ins Paradies.
Die da nicht. Sie ist nicht rein. Verfolgst du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bringt sie zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Sie wird die Entsühnung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Okay, was ist jetzt los? Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Baggies! Sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Okay. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich wurde entführt. Der Pfarrer hat mich wieder geholt. Wir starten die Mission, die Reinigung. Aber ich würde sagen, die machen wir erst in der nächsten Episode von Far Cry 5. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.